Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück auf der Ehrengrad mit dem lieben Flo. Ein wunderschönen. So, ich lasse jetzt mein Schmuckstück, beziehungsweise ich lade den vorher nochmal ab und dann lasse ich mein Schmuckstück kurz hier stehen. Weil dann müssen wir gleich nochmal was machen hier. So, wir haben, das werde ich euch dann jetzt auch gleich zeigen. Also ein paar Sachen haben wir euch zu zeigen. Alter, ist der Radio laut. Also habe ich ein Radio mal angeschmissen. Flo? Hm? Kap Problem. Ja. Was machst du eigentlich? Achso, du fährst gerade den... Ich wollte den Tank gleich tanken fahren. Ja, der ist nämlich gerade noch bei, beziehungsweise der ist mit der Mission fertig geworden. In der letzten Folge, Ende glaube ich nochmal irgendwie so. Ich nehme gleich zwei weitere rein. Ich schließe ab. Ja, ja. Wir haben jetzt auch Multimissions. Erstens, wir haben Multimissions mit drauf genommen. Zweitens. Danke, nochmal an den linken Kommentar. Wieso blinkt hier was? Hä? Ist irgendwo ein Blinker an, egal. Auf jeden Fall haben wir die MP-Tracks geupdatet. Und die haben jetzt auch Simple SC. Oh, herrlich. Ich höre hier was blinken, wie ein Blinker. Es bin ich! Meine Güte. Hä, hey, wenn ich in Innenansicht bin, höre ich's. Wenn ich in Außenansicht bin, höre ich's nicht. Du hast einmal Beinpressen angenommen. Für 9000. Was habe ich angenommen? Beinpressen. Ich habe gar nichts angenommen. Wir haben einmal Beinpressen, wie es fällt 24. Ja, ich sehe es gerade, aber ich habe das nicht angenommen. Ich war nicht mal im Menü drin, aber wir können die mal abschließen. Ich habe keine angenommen. Bin jetzt gerade ins Menü reingegangen. Ich habe 3 Missionen angenommen. Ja, aber. Also, hä? Hast du dich verklickt? Hi. Nee, habe ich nicht. Ich habe nicht mal. Ich habe 2 angenommen, ne? So steht das. Also. Also, erstens, wir haben irgendeine Mission angenommen, wobei wir die Sachen selber machen könnten und das Zeug ist gemietet. Liegt? Nee, oder? Hat Multimission Scheiß gebaut? Also. Ja, okay, es gibt immerhin noch 9000, also gut. Ja, aber. Why? Wo ist es überhaupt? 24? Hier sind 22, das heißt, die kann ich weiter da. Also ich bin mir zu 100% sicher, ich habe die nicht angenommen. Aber da kann ich gleich nochmal schnell was machen. So. Ah, die Folge startet schon mal wieder wunderbar unprofessionell. Perfekt. Also, was machen wir denn jetzt mit der Mission? Ja, ich mach die jetzt. Okay. Sag mal, mach. Ja, also Leute, wir haben die nicht angenommen. Also, ich wüsste es nicht, dass wir die angenommen haben. Ich auch hab nicht die halt auch nicht angenommen. In vergangenen Folgen. Also, wir sind jetzt heute mal wieder auf den Spielstand seit der letzten Aufnahmesession draufgegangen. Ach, wir haben da nichts angenommen, ne? Also, ich könnte. Das Einzige, wo ich es noch irgendwie erklären könnte, wäre. Oh Gott, da kommt ein Auto. Dass sie das Ganze irgendwie mit Multimissions verpackt hat. Kann sein. Aber. Naja. Gut. Ja, okay, sie bringt 9000 da. Also, ja. Kann man machen. Und wir haben ja Zeit, das muss man dazu sagen. Wir sind nicht in Stress. Es ist jetzt gerade mal fast 12 Uhr schon. Wir haben schon eigentlich alles durch. Bis auch noch die restliche, das letztliche Heu von der Wiese holen. Oder von den Wiesen. Und ja. Hast du dann gleich Schwaden? Dann machen wir die hier halt gleich vorher kurz, weil. Ja, kann ich gleich machen. Kann ich mein Steuer auch mal waschen, weil das sieht schon wieder aus wie Sau. So. Nehmen wir nochmal ein Schlückchen hier, ne? Welches Feld müssen wir überhaupt machen, Flo? 24, oder? Jo. Die ist da hinten bei den Serpentinen. Der schaukelt ein bisschen. Ist halt vielleicht auch keine so gute Idee, beide vorne zu hängen. Auf der Straße. Also. Ja, du. Kann man machen, wie man will, ne? Steuer, Kackstoff, ja, eieiei. Ich park den mal kurz da vorne. Der Ladewagen sieht noch einigermaßen sauber aus, aber der Steuer, holy.
Der ist ein bisschen dreckig. So. Oh. Boah. Hat eigentlich schon gedacht, ich habe Gang rausgemacht, aber anscheinend doch noch nicht. Naja gut, gröbschen Dreck ein bisschen weg hier. Na, da kommt das Grau vom Betongebiet wieder mal wieder ein bisschen zum Vorschein. Sieht das rot aus, aber. Nicht wirklich. Das ist halt auch nicht allzu weit weg. Ja, das geht auch noch. Vielleicht bekommen wir ja noch Silageball noch ein bisschen was raus. Ja. Das wird tatsächlich jetzt gar nicht so schlecht. Aber die können wir dann auch in unsere BGA reinhauen. So, waschen wir den hinten auch gleich nochmal, da kommt zwar dann eh wieder ein Einsatz, aber egal. So. Passt. Also, genau. Und zwar. Jetzt erstmal mal die Tür zu. Bin am Weg, so. Hast du den Schwader schon mitgenommen oder steht der noch unten? Nee, der steht noch unten am Händler. Okay, dann kann ich mir nämlich den gleich holen. So, ich mach jetzt auch. Aber ich nehme alles mit, was man mitnehmen kann, ne? Also nur so, damit es falsch. Ja. So, oh. Ups. Ja. Das war eigentlich keine Absicht, aber gut. Dann können wir das immerhin waschen. Aber das sieht echt aus. Oh. Hallo? Ich bin fett gefingert hier. So, jetzt hat er aber. Ja, ein kleiner Dreck viel zu lesen. So, jetzt ist aber sauber. Also jetzt sehe ich doch nichts mehr drauf. Okay, komm da drum, komm. Oh, das war knapp aber ging noch. So. Gut, wunderbar. Also sorry, aber bei mir ist jetzt noch Feld 24. Hm? Ja, LS meckert schon wieder, dass ich irgendwie zu weit. Ach so. Außerhalb der Mission. Ah ja, übrigens von Alpine DLC gibt es ein Update, ne? Ja. Das könnten wir ja auch mal mit draufschauen. Man weiß nicht, ob was sich da ändert, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber vielleicht wird noch irgendein Bug gefixt oder was weiß ich. Vielleicht. Wahrscheinlich ist in der Innenansicht. Ja, entweder das oder das mit dem Zug. War da. Aber das ist ja im Prinzip nicht so richtiger Bug, weil es wird ja durch ein anderes Skript verursacht. Das heißt, er kann jetzt eigentlich scheinbar wenig. Erstens dafür und zweitens wenig machen. Ja. Lohnzahlung? Achso. Das war noch für einen Helfer. Der ist schon wieder am Gruppen, oder? Ja. Ja. Ist er. Das wäre ein Quaderball, ne? Ja, warum? Aber ja, wir haben Autosteck. Ja, aber dann müssen wir die wieder alle einzeln wickeln. Nein. Naja. So. Ja, der Schwader dürfte ja mit dem Steuer easy schaffen. Der hat knapp 200 PS, also. Ich glaube, so viel braucht jetzt der Bandschwader auch nicht. Aber mal rundum leuchtet an hier. Ja, wir sind doch ein bisschen breiter unterwegs. Als sonst. So, tanken muss ich noch nicht. Was leckert der denn rum, Alter? Bei, freche Junge. War ich los? Der meckert rum. Hoi. Achso, weil ich aus dem Feld aus der Wiesen rauskommst, oder? Ich bin immer aus der Wiese draußen. Ja, für ihn halt. Okay, wenn ich jetzt hier rumfahre, dann dürfte ich eigentlich auch dahin kommen, wo ich hin will, oder? Ja, doch. Ich muss eigentlich nur hier vorne längs und dann beim Kreisverkehr links. Ja, das. Also, das dürfte ich ja wohl noch hin. Ach, das geht da hoch. Da habe ich ja schon mal geguckt, weil da so ein schöner Weg hochgeht. Da kannst du hoch gleich, Flo. Ja. Bin ich auch gerade dabei. Ich muss nur im Kreisverkehr rum eiern. Da jetzt ein bisschen mit Schmack ist, weil. Naja, schafft er. Schalten wir einen Gang runter. Puh,
Oh ja, hier haben wir eine schöne Aussicht. Also hier würde ich auch gerne wohnen, hier oben. Hat man einen schönen Blick. Ah, da hinten, glaube ich, ist er wahrscheinlich irgendwo, oder? Oh Gott. Noch sehe ich dich nicht. Oh Gott. Verstehe das. Aber hier oben, ich weiß nicht, ist das so weit? Das sind hier so, keine so richtigen Straßen, oder soll das so ein kleiner Zaun um die Wiesen sein? Weiß es halt nicht. Das ist ein kleiner Zaun um die Ecke und sowas sein. Hey, ist eine Lücke? Ja, einfach wahrscheinlich. Oh, ich fahr dem Kollegen ein bisschen nah auf. Ah, da hinten, also einmal nochmal um eine Kurve rum, da bin ich ja schon fast da. Oh, wunderbar. So ist auch unterwegs. Ah, da drüben sehe ich dich. Ja, du hast das gleich alles an die. Ah, ich hätte hier rein können. Egal, machen wir mal. Irgendwo anders rein. Was ist? Ja, ich meine, du hast gleich alles vorne rankuppelt. Ja, dann bleibt weniger stehen in den Kurven. Ja, stimmt auch wieder. Warte mal, ich sollte vielleicht einmal Vorgewende machen. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das heißt, wir fahren hier mal ein bisschen so schräg. So. Anschalten das Teil. Warte, jetzt müssen wir noch gucken, wo wir es hinschmeißen. Warte, machen wir nochmal aus. Arbeitsmodus wechseln. Wobei, er ist jetzt links. Ja, das wird eigentlich stimmen. Und dann schmeißt er alles darüber, ja. Oh. Was hatte ich eigentlich auch vor? Ja, und es funktioniert. Das letzte Mal, wo ich im Bandschweiter unterwegs war, das war noch damals auf der Gemeinderade. Ja. Aber ansonsten. Ich weiß gar nicht. Kann man schon ankündigen, Flo? Nee, ich würde es tatsächlich noch nicht ankündigen. Bisschen lassen wir es noch im Geheimen. Aber ihr könnt euch demnächst auf was Neues freuen. Okay. Weil es ist ja noch nicht ganz zu 99% sicher. Ja. Ich kann mir jetzt mal ein Schlückchen, ne? Jo. Hörst du mit GPS gerade? Ja. Okay, haben wir gerade das, weil du nicht die ganze Bahn mitgenommen hast. Da hat man gehört. Grüß dich hin. Ein Stückchen vom blauen Elixier. Warte. Ich hab's dunkelblaue. Also wir wollen alle auf Red Bull raus, aber. Er gibt halt verschiedene Sorten, ne? Hashtag Werbung. Naja, ja, wenn wir gesponsert. Ah, hier meint er das. Okay. Wenn wir gesponsert werden würden, dann ja auch gerne, ne? Red Bulls. Ich weiß nicht, ob oh, das Scheiße. S. Ich weiß nicht, ob das S dahin soll. Bin ich mir nicht sicher. Oh nee. Oh, jetzt hat er aber. Jetzt hat er es aber richtig schön. Glaube ich nicht so ganz gut, wie ich es hier. Ja. Egal. War ein bisschen innen an sich, dann guckt keiner, sieht's keiner. Magst du denn? Sag mir nicht, du mir. Der wartet in die Wiese. Okay. Nein. Ich hab extra gedacht. Achso, du wolltest auch einmal Vorgewende machen. Mhm. Hätten wir vielleicht einen Clan sein müssen. Ja, vielleicht. Wir hatten so bisschen immer mit zwei Bahnen rumfahren, aber nee. Aber hier oben gibt's auch schöne Felder, wie hier zum Beispiel das nebenan. Ja, hier 24. Die 25. Also 25, ganz ehrlich, du. Warte. Ja, doch, das geht noch. Da kann ich nochmal nachgucken. Einmal 188, 173. Ja, das geht eigentlich voll klar. Also, sagen wir beides so um die 2K zusammen, ungefähr 4K. Also 400.000. 400.000? Mensch, 400.000. Ja, 400K. Dann wäre es ein bisschen billig, glaube ich. Dann kann der Deal nicht ganz stimmen, würde ich mal sagen. Ja, 200.000.
So. Na, wobei. Machen wir noch ein Stück vor. So, aber mal ganz ehrlich, ich würde statt Wiese 24 direkt die Wiese neben unserem Hof machen, die wohl nicht gelistet ist. Weil die kostet 125.000, ist halt dafür bergiger. Echt? Aber ist das ist so, so billig? Die ist 125. Ich dachte, ja, das ist so ein großer Teil gleich. Der ist relativ groß, ja, aber. Achso, der da! Ich habe jetzt mal genau über uns, aber der daneben. Lol, als ob der so. Okay, okay, das ist. Aber als ob der so billig ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, der ist zeugerweise zu. Der ist aber größer als die Wiese 24, ganz ehrlich, und billiger sogar. Ja, das ist, ja, weil 24 auch als Feld gelistet wird, eigentlich. Nee. Ja, okay, stimmt auch wieder. Aber ich meine jetzt, weil das halt so größer ist als wie 24. Ja, von dem hier auf jeden Fall, ja, das muss man sagen. Dann stellen wir da mal nochmal schnell um. Links, rechts. Da würde ich sagen, nee. Also gut. Ja, aber das ist auch links. Ja, das müsste eigentlich so passen. Oder wobei. Nee, komm, wir schwaden nach rechts. Weil dann würde ich schwaden auch nicht allzu fett. Ach, was wäre mit Valtra? Dann packt er. Ja, jetzt geht, wie viel PS hat der? 350? Irgendwie sowas, oder? Glaube ich, weiß es dann noch. Das ist der größte, glaube ich. Ja, normalerweise ist bei den 324. Ist bei der Mission immer der größte bei. Ich muss sagen, Walter sieht man ja auch selten, ne? Ja. Nee, ist der kleinste sogar mit 350 PS. Wer ist dann der größte? Ich habe einen S324. Achso, von der PS-Stufe, achso. Ne, wegen mir von der Baureihe. Achso, von der Baureihe ist. Ja, ist der größte. Okay. Ja, von der PS-Zahl. Reicht der also 300. PS zählt dann auch noch mit 374er. Okay, doch so viel, okay. So, wieder runterlassen das Ganze. Also Bandschwarte muss scheinbar jetzt schon auch was abhängen, ne? Lex. Ich weiß tatsächlich gar nicht, gibt's Bandschwarte, beziehungsweise jetzt bis dato im 19er Google Mods. Ich kenne jetzt nur den Kuhn halt vom Standard, der ist aber jetzt. Alter. Ein geiler Mod. Ich habe natürlich auch noch nichts dazu gesucht. War das los? Ich hab kein Gewicht mehr. Wo ist das Gewicht hin? Hä? Ich hab Alter, das ist. Hä? Ah ja. Achso, da ist das Heckgewicht dran. Ich hab das Heckgewicht dran, ja. Oder das Gewicht hat am Heck. Das hat gerade gespeichert. Ja, ansonsten ist aber so ein bisschen Bereich. Geflext nämlich nimmer. Ja, das war wahrscheinlich wegen der Speicherung. Weil bei dem, wo man auf dem Server drauf ist, stimmt das am meisten. Das fällt jetzt relativ fix. Ja. Ja, okay, wir haben jetzt auch. Wir haben hier definitiv größere Breiten. Allein vom Schwader und so weiter. Da geht es natürlich dann schon einiges schneller. Wenn es da langsamer gehen würde und das Feld wäre kleiner, oder die Wiese wäre kleiner, dann. Ja, dann ist Ende. Dann weiß man, dass irgendwas nicht ganz stimmen kann. Es lägt schon wieder. Warte, ich mach mal kurz Reload-Dingens. Das können wir ja zum Glück auch über F11 hier ganz schnell easy machen. Umgebung neu laden. Und dann müssten nämlich die Lags immer wieder weg sein, meistens. Oder es lag einfach, weil wir hier so gut wie noch nie waren. Das kann sein, ja. Ich muss jetzt sagen, hier oben war man eigentlich relativ selten. Ja gut, eigentlich wäre ich hier ja schon relativ oft gewesen wegen am Silo. Ja, aber so weit oben noch nicht. Und was natürlich auch noch sein könnte, ist. Beziehungsweise wobei wir eigentlich schon hier oben sein könnten gewesen sein mögen vielleicht. Gut. Weil ja vielleicht mal das ein oder andere Mal der Unitrag oder so weit abgehauen ist. Vielleicht war da mal was. Achso, vielleicht können wir da. Ja, du. War da was?
Ich sag's nur mal so, es war nicht nur der Unidruck. Ja. Ich muss sagen, momentan läuft es eigentlich ganz gut, ohne dass irgendwas abhaut. Naja, vor 2 Folgen oder sowas. Echt? Was war da los mit dem Ding? Weidemann? Oder was war? Weidemann, ja. Echt, ist er da mal abgehauen? Ich wusste es gar nicht mehr. Doch. Das ist schon ein bisschen länger her. Da wo er auch dann auch so sich dran tut. Ach so. Das ich ist bin mal Oh, ich könnte ja ein bisschen schneller fahren mit dem Teil. So. Dann eben mal drehen. So, dann müsste es jetzt eigentlich auch noch links schmeißen. Wunderbar. So. Ich lasse das Zeug dann einfach seitlich stehen, oder? Ja. Das kann der Kollege dann selber aufräumen, wenn er es braucht wieder. Ja, eben. Wir sind hier nur für die Lohndienstarbeiten zuständig. Aber muss schon sagen, die Schwarze ist schon ein wichtiger. 23. Boah, ich war bloß 22. Überholt mich minimal, ne? Ja, ich bin vorher bloß mit 17 gefahren. Dann habe ich gemerkt, so, warte mal, man könnte doch da glaube ich auch einen Gang hochschalten. Jetzt sind es 2 Gänge geworden. Ja, ja, okay, dann. So. Ich habe mir zum Schluss noch einen höher geschaltet, wenn man dann einfach nicht die ganze Zeit Vollgas geben muss. Damit er. Oh! Alter! Dort war minimal knapp, du. Ich hab's nur rechtzeitig gesehen, es gab keinen Crash. Ich ja auch. Dann kannst du gleich die Presse schnappen. Ja doch, wir müssen hier Quaderball machen, ja. Und das wahrscheinlich, lass mich raten, das Zeug muss zum Dingens, oder? Für Scheune, ja. Wo wir unser Zeug auch hinbringen. Ja, es ist eigentlich gleich der einzige Verkaufspunkt für ja. Solche Güter. Also auf jeden Fall hier auf der Erlengrad. So. Wunderbar. Ja. Ja, schaffen, ja. Ja, doch, doch. Sind bei 23 Minuten, das dürften wir, das Schwan dürften wir auf jeden Fall in der Folge schaffen. Ich bin auch schon wieder fast beim Händler. Das ist gut. So. Drehen wir. Oh, wir sind. Ein bisschen runterschalten, dann. Muss er sich nicht so quälen beim Anfahren. Ich hab ne Mülltonne gefunden. Gefunden und auch besucht oder nur gesehen und gefunden? Gefunden und besucht. Okay. Mülltonne hat's nicht überlebt, oder? Doch, die steht irgendwie starr immer noch dran. Ich bin damit. Okay. Ja, die Leute auf der Erde gerade hier, die wissen schon, die Fahrer, die beim Turnieren jetzt hier die Mülltonnen schon wohnen, nein, damit sie nicht weggefahren werden. Die sind deportiert, ja. Stell dir mal vor, das wird wirklich einer fahren. Einmal so vor der Ausfahrt die Mülltonne hinbetonieren. Ja, gut, ne? Wäre auf jeden Fall ein Spektakel, was man sich nicht entgehen lassen darf. Hm? Nochmal eine Mülltonne gefunden? Nee, Laterne. Ja, die coole Laterne. Man kennt sie. Immer diese wilde Laterne da. Nee, nee, nee. Gut, dass ich ein zufälliges Getriebe habe, dann kann ich einfach aufs Gas tappen. Ich muss hier noch mit Gängen schalten. Ha, hätte ich da halt eine Automatik gekauft. Stufenlos.
Kommt auch noch. Oh, warte. Vielleicht wieder. Fällt nur noch ein Baum und ein Haus, dann haben wir alles durch. Oder? Haben wir irgendwas vergessen? Nee. Baum haben wir auch schon gerade eben cool. Nehmen wir bei eine Hecke. Nehmen wir bei, wenn wir jetzt alles auflöschen. Auto! Na, wir haben jetzt auch gerade. Wow. Mülltonne, Baum, Auto, Hecke. Laterne. Laterne. Gebäude. Perfekt. Stimmt, fehlt nur noch Haus. Renn jetzt gerade im Haus an. Ja, mir läuft hier gerade alles flüssig. Also FPS, also Dinge vom Serververbindung lecker, oder was? Ja. Kann natürlich auch sein, weil bei uns ist gerade Schneefall, dass es einfach daran liegt. Oder was der Schneefall, aber bei uns hat es eben geschneit. Dass das ist, dass daran liegt. Ja, das geht aber für ganze Flotte. Ah, du bist schon wieder da. Ja. Hey. Da war er schon unterwegs. Schnell. Haben wir jetzt vorhin noch kleine Stücke, wenn wir zusammenschwaden? Ja, haben wir. Nehmen wir natürlich alles mit, weil es auch mit uns zugute kommen kann. So. Ja, frischen dann haben wir alles mitgenommen. Kann ich ihn abschalten und zusammenklappen. So, wunderbar. Ja, hat ganz gut abgepasst. Wir sind tatsächlich für die heutige Folge auch schon wieder fertig und wir sind mit Schwaden fertig geworden, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Anmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen und kostet auch keinen Cent und den roten Knopf drauf, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad. Immer das Pin.de zusammen mit Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao.